Ja, mein Name ist Krasny Georg, ich bin erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bischofswiesen. Ja, also wir wurden um ca. 16.46 Uhr zum Verkehrsunfall alarmiert, der sich dann im Nachhinein nach der ersten Alarmierung gar nicht so dramatisch angehört hat. Aber nach der ersten Lageerkundung wurde gleich klar, dass drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sind und mit insgesamt drei verletzten Personen. Die Schwerwiegigkeit der Verletzungen, das war am Anfang erst sehr unklar, deswegen haben wir gleich Personen abgestellt zum Betreuen. Und dann in Absprache mit dem Notarzt haben wir dann die Varianten gezogen. Die Leichtverletzten als erstes raus und dann die Schwerverletzten. Also nach Erkenntnisse und nach Weitergabe vom Notarzt zu unseren Leuten ist eine Rückenverletzung, schwere Rückenverletzung feststellen worden, auch jedenfalls noch eine Beinverletzung. Dementsprechend haben wir dann eine schonende Rettung vorbereitet, die sie wie folgt vollzieht. Das ist einmal, dass man das Dach runter macht und dann per Beinbord die Person vertikal nach hinten rauszieht. Ja, also es ist relativ lange Ruhe gewesen, auch auf dieser Strecke bis 20 Uhr Panoramapark. Das hat auch demzufolge gehabt, dass die Umbaumaßnahmen gewirkt haben, die vor ungefähr 1,5 Jahren da vollzogen worden sind. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder so, dass immer wieder so Fahrfehler gemacht werden und dann lassen sich das solche Unfälle nicht vermeiden. Also wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ist es so gewesen, dass wir als erstes die Einsatzstelle koordiniert haben. Dann haben wir die Patientenbetreuung oder Verletztenbetreuung vollzogen und dann auch ist in Abfrage mit dem Notarzt ist der ganze Apparat Rettung angelaufen und dann haben wir dann über hydraulische Rettungssätze, Einsätze dann das Ganze gemacht und dann haben wir die Person rausgebracht. Ja, jeder Unfall ist irgendwo wieder was Neues. Das Ganze ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil nie eine gleiche Situation zweimal kommt. Aber deswegen üben wir ja das ganze Jahr und wir haben es nicht zu oft, das Ganze, aber wir sind vorbereitet, wenn was passiert. Ja, also Gott sei Dank haben wir bis jetzt noch keine Probleme mit dem Ausrücken mit Leuten. Wir waren jetzt auch mit 37 Leuten fort. Wir haben noch ca. 10 Reserveleute im Feuerwehrhaus gehabt, die wohl später gekommen sind. Aber Gott sei Dank ist es so, dass auch glücklicherweise, die jetzt schon nach Feierabend oder fast zum Feierabend, dieser Unfall passiert ist. Und da kann man glücklich schätzen, kann man uns, dass es gut hinhaut.